willkommen. Wir befinden uns hier ein bisschen oberhalb von Imst im Tiroler Oberland. Und warum wir ausgerechnet in der Nähe von Imst sind, wird sich im Laufe dieses Beitrags aufklären. Dieser Beitrag ist jetzt kein Managementbeitrag für Ihre Kanzlei, sondern möglicherweise ein Beitrag, wie wir gemeinsam die Welt ein gutes Stück besser machen können. Vielleicht können wir sie sogar retten. 0,001, was hat es damit auf sich? Die Idee dieser Aktion, dieses Projekts, geht auf eine Reise zurück, die ich vor fast 30 Jahren gemacht habe und im Zuge der Reise bei einem längeren Gespräch, bei längeren Gesprächen sogar, mit einem Philosophieprofessor in Brasilien, genauer genommen in Porto Alegre, Carlos Cirne Lima, der Mann von Maria Tomaselli, einer Tiroler Künstlerin, wie ich ihm dieses Gespräch dort geführt habe, das mich jetzt schon seit fast 30 Jahren beschäftigt. Und zwar war der Inhalt des Gesprächs, dass so gut wie alle Probleme, die wir auf der Welt haben, letztendlich Bildungsprobleme sind. Also wenn man die Bildung verbessern kann, dann kann man so gut wie jedes Problem auf der Welt auch tatsächlich lösen. Gehen Sie den Gedanken einmal mit und denken Sie an verschiedenste Probleme, die wir in der Gesellschaft haben. In allerletzter Konsequenz ist eine Bildungsfrage. Dabei geht es nicht um die formelle Bildung oder um die akademische Bildung, sondern durchaus um informelle Bildung, um Alltagswissen. Und das Gespräch mit Carlos hat auch gezeigt, dass die Schwierigkeit darin liegt, dass Bildungsänderungen oder Verbesserungen bei der Bildung immer eine längere Zeit brauchen. Also meistens eine zweite Generation ist also Durchhaltevermögen braucht. Und das hat mich lange Zeit beschäftigt, beschäftigt mich immer noch. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, wie kann ich einen Beitrag leisten, in dieser Hinsicht etwas zu tun. Jetzt geht es aber nicht um die Bildung der Steuerberatungsmitarbeiter in den Kanzleien, sondern allgemein. Und da ich auch ein bisschen Zahlenmensch bin und auch mitbekomme, was sich in der Wirtschaft abspielt, habe ich, glaube ich, einen Weg gefunden, wie wir es schaffen können. Und der Ausgangspunkt ist 0,001, ein Tausendstel, ein Promille. Das ist ja wirklich nicht viel, also ein Tausendstel von etwas ist immer wenig. Eine Tausendstel Sekunde. Ein Millimeter, das ist schon sehr wenig. Allerdings, wenn dann die Zahlen groß genug sind, dann ist auch ein Tausendstel etwas. Und mein Anliegen, wozu ich Sie ermuntern möchte, das ist mein Auftrag jetzt, wo ich Sie ermuntern möchte, ist, ein Tausendstel Ihres Umsatzes Bildungsprojekten zur Verfügung zu stellen. Wenn das gelingt, dass hier mehrere Steuerberatungsunternehmen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Südtirol bereit sind, ein Tausendstel ihres Umsatzes Bildungsprojekten zur Verfügung zu stellen, dann kann man damit extrem viel erreichen. Und möglicherweise ist sogar denkbar, dass Sie als Steuerberater die Idee so gut finden, dass Sie sie auch Ihren Klienten weiterempfehlen und es sind weitere Unternehmen bereit, ein Tausendstel ihres Umsatzes Bildungsprojekten zur Verfügung zu stellen. Ich weiß jetzt schon, dass viele Menschen, Sie wahrscheinlich auch schon sozial engagiert sind, Sie auch derzeit schon für das eine oder andere spenden. In dieser Hinsicht allerdings, glaube ich, könnte man echt was bewegen. Und jetzt komme ich zu Imst. Warum Imst? Wie bei mir die Idee gereift ist, war die Frage, wer könnte Träger dieser Idee sein? Und da war es für mich sehr naheliegend, mich ans SOS Kinderdorf zu wenden. Das hat nämlich den Ursprung hier in Imst. War ein Stückchen Weg, vor gut 70 Jahren. Und das SOS Kinderdorf, gegründet von Hermann Meiner, hat inzwischen in über 130 Ländern Stützpunkte. Und sie haben immer wieder mit Bildung zu tun. Und ich habe zumindest ein gutes Gefühl, weil ich weiß, dass dort sehr zielorientiert und gut gearbeitet wird und das Geld auch ankommt. Und so haben wir gemeinsam das Projekt ins Leben gerufen mit 0,001 und über den Link, den Sie weit unten finden, kommen Sie direkt auf die dortige Seite. Ein Satz von Hermann Meiner hat mich auch immer bewegt und zwar, alles Gute auf der Welt entsteht dann, wenn ein Mensch mehr tun, als er tun muss. Und wenn wir alle gemeinsam das Stückchen mehr tun, dann werden wir echt viel bewegen. Und ich glaube, ein Tausendstel spürt keiner hier in Mitteleuropa, kein Unternehmer, kein Gutverdiener spürt ein Tausendstel
Es wird sich sein Vermögen nicht gravierend verändern, es wird sich sein Einkommen nicht gravierend verändern, aber insgesamt könnten wir viel bewegen. Also, schauen Sie sich mal zumindest die Homepage an und wenn es uns gelingt, da was zu bewegen, kann nichts Schöneres passieren. Und wenn Sie davon überzeugt sind, dann empfehlen Sie es auch Ihren Klienten weiter und wer weiß, vielleicht ist wirklich der Startschuss, die Welt zu verändern, die Welt fast schon zu retten. Ich freue mich auf Fragen, auf Meinungen und gerne stehe ich Rede und Antwort zu diesem Projekt. Die allerbesten Grüße von hier, ein bisschen Oberalp, von Imst im Tiroler Oberland.